Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Trek Online. Ja, wir sind mittlerweile im Edran-System angekommen, nach einem etwas längeren Flug. Warp 5 ist halt nicht die schnellste Möglichkeit. Beginnen im Schatten des von Kestus. Los geht's! Auf wie geht's, Rettungstruppe? Yeah! Es lädt ein bisschen länger. Hauptsache, die bunten Lichter blinken, das ist immer wichtig. Ach, da kommt direkt wieder dieses 60er-Jahre-Feeling auf. Ah, da ist ja was. Im Schatten von Kestus. Leutnant, wir erfassen mehrere Gorn-Schiffe auf unseren Sensoren. Die USS Zheng He ist auch dabei. Die Zheng He ruft uns auf den Schirm. Welcome to Edron 4. I'm Bridget McKinnon, CO of the USS Zheng He. Glad you could join us. My science teams are on site and conducting initial surveys. Apparently this place is quite the geological marvel. We're not the only ones present though. Our friends from the Gorn hegemony aren't terribly chatty, but so far they're keeping the peace. Okay, wie können wir Ihnen helfen, Captain? Well, I'm sure my people wouldn't mind an extra hand down there on the geological marvel. Feel free to join the party. Dann sende ich ein Team auf die Oberfläche. Burscheid Ende. Captain. Die Gorn scannen uns. Sie mögen nicht gesprächig sein, aber sie sind neugierig. Befehle? Sicherlich. Kurs halten, Baby. So gut wie es geht, Steuermann. So. Da fällt mir eigentlich auf, ich habe noch gar nicht geskillt. Der Skillbaum hier hat sich im Laufe der Jahre ein wenig verändert, aber es ist gleich geblieben, dass man im Raum skillen kann und dass man auf dem Boden skillen kann. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein wenig außen vor, aber das ist überhaupt kein Problem. Gucken wir mal. Hüllenwiederherstellung klingt immer gut. Hüllenkapazität ebenso. Schildwiederherstellung und Schildkapazität natürlich. Energiewaffen. Projektilwaffen. Naja, ich habe nicht vor, Projektilwaffen zu benutzen, also nehmen wir Energiewaffen. Düdüdüdü. So, und was können wir auf den Boden setzen? Waffenkenntnisse. Ausdauertraining. Ja, nehmen wir Waffenkenntnisse. So, dann dürfte das auf jeden Fall schon mal ups, das war jetzt eigentlich ungünstig. Wie konnte man das denn hier nochmal verschieben? Ja, so glaube ich, ging das. Ja, so war das. Erstmal muss man hier wieder reinfinden. Macht Platz, hier kommt der Landvogt. Hui!
Transporter Room to Bridge. Ja, bring mich runter, Baby. Man sollte vielleicht auch aus dem Es ist nichts, Captain. Ich dachte, ich hätte einen Impulsantrieb gesehen. Falscher Alarm. Ich rekalibriere die Sensoren, nur um sicher zu gehen. Nun gut, weitermachen. Captain, die Wissenschafts- und Technikteams haben es auf die Oberfläche geschafft und Kontakt mit dem Wissenschaftsteam der Shanghai aufgenommen. Der Rest des Außenteams steht in Transporterraum 1 bereit. Sie werden auf ihren Befehl hin runterbeamen. Okay, Energie. During missions, you can select the members of your away team from the away team selection screen. Ja, okay. Dann bringt mich runter, Leute. Und weh, ich hab hinterher das Kleidchen an. Ah, there you are. Better late than never, huh? Ensign Scovran, Starfleet Corps of Engineers. Lovely planet we've got here. Charming, even. You're fond of heat and rocks. Still, it's not a complete wash. To say this place is mineral-rich would be an understatement. You can find mission objectives on your mini-map. Okay, wir sollen jetzt also nach Mineralien scannen. Und der Pfeil weist uns die Richtung, würde ich sagen. Headquarters showing some interesting mineral formations beyond this ridge. This looks like a good place to start our scans. Nice to see a report was spot on for once. The mineral deposits here are remarkably pure. This carbon deposit is unusually pure. Apparently, the Metrons don't prepare half-rate planets. Schade, dass das Game keine deutsche Sprachausgabe hat. Wird es natürlich auch nie wieder geben, weil dafür ist es mittlerweile zu alt. Whoever gets the mineral rights to this planet will be pleased. Very pleased indeed. My readings indicate there might be dilithium on this planet. Need to take more scans to be sure. The variety of minerals in the topsoil alone is astounding. Sehen alle gleich aus für mich. Either my tricorder is broken, or the soil here has an amazingly high concentration of sulfur. Oh, wir werden angegriffen. Whoa, the mortars have closed off the pass. We can't reach the camp. Who would do this? Look, over there. It's the Gorn. Ja, die sehen genauso plastisch aus wie seinerzeit. Look, the Gorn. Eins der Gorn-Schiffe ist einfach explodiert. Sie machen uns dafür verantwortlich und greifen uns an, auf der Oberfläche und im Orbit. Captain McKinnon wollte es erklären, aber sie reagieren nicht auf unsere Rufe. Wir verteidigen uns und die Schilde der Burschheit sind aktiviert. Das bedeutet, dass wir sie nicht auf das Schiff zurückbeamen können. Sie sind im Moment auf sich allein gestellt. Alles klar, verstanden. Wir werden einen Weg zurückfinden. Okay. Natürlich gespickt mit ein paar Gorns.
looten. We need a way out of this canyon, and I'm thinking that big rock up there is it. With a little Federation ingenuity, we can topple this rock with a makeshift bomb. Once it's down, we can... Have you read Captain Kirk's report on this place? We have all the materials we need here to make bombs. They won't be pretty like me, but they'll get results. If you can collect behind us. Na, wo kommt ihr denn her? Habt ihr geschlafen? Betrifft natürlich mich. Nein, doch nicht. Ups. So, wir müssen also jetzt ein paar Sachen sammeln. Bambus, Kohle, Schwefel und Kaltriumnitrat. Um daraus eine Bombe basteln zu können. Eine Bombe. Ein Tribbel. Hier ist alles voll mit Bambus, aber ich kann es irgendwie nicht aufheben. Irgendwo habe ich noch eine Staude zum Einfarmen übersehen. Wo? Ach da, direkt am Anfang. Wenn man es genau betrachtet, ist Bambus ja nichts anderes wie Gras. Nur überall stabiles Gras, mit dem man sogar Gerüste und alles andere bauen kann. Hunter and I will construct the bombs we need to bring down this rock across the canyon. That's the easy part. Well, at least the Gorn are punctual. Keep them off us!
careful with that. Potassium nitrate can react explosively with these materials. Now mix it with the core. Carefully. I'd rather not get blown to pieces today, if you don't mind. We're just about done. Ja, also mein Begleiter steht nur doof rum. Done. Now let's get these bombs in place. Bombs are primed to blow. We should move to a safe distance. Ich verstehe nicht, warum das die Fähnriche nicht selbst machen konnten, aber okay. Da soll man jetzt hochkommen? Man kommt da hoch. Ha. Looks like some Gorn came through here. We better hurry. Ach, das hat so richtig schön diesen 60er Jahre Flair. Ich warte hier eigentlich nur darauf, dass jetzt irgendwo Uschi Glas, noch als sie jung und knackig war, hier nackt auftaucht und Hula tanzt, aber das wird wohl nicht passieren. Vielleicht Lieutenant Uhura. Leute, ihr merkt doch, dass dieser kleine Stein mir nichts an kann. Thank you. Things were looking pretty grim there for a moment. The Gorn, they kept saying the deaths of their people would be avenged, but we didn't do anything. I haven't fired a phaser since the academy. Oh, da wird es aber Zeit, meine Liebe. Sie sind jetzt in Sicherheit, Doktor. Schließen Sie sich mit auf was? Schließen Sie sich Ihren Leuten auf dem Shuttle an und kehren Sie nach. Was ist denn los? Kehren Sie nach Shanghai zurück. Beamen Sie mich hoch. Meine Fresse. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas am Lesen seid und ihr habt die ganze Zeit irgendwas unter eure Zunge, das euch daran hindert, ordentlich zu lesen? Ich hasse das. Ich nenne das immer Heuwägelchen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir warten auf das Patch-Bereich. Und ich würde sagen, wir tun... Nee, lassen wir doch einfach weiterlaufen. Die Todgeweihten grüßen Sie. Auf den Schirm. Ja, kein Problem. Keine Ursache, Captain. Wie ist Ihr Status? Okay. Wir fliegen zu Ihrer Position. Vielleicht können wir die Reparaturen beschleunigen. Space bar.
da waren ein paar Minen gewesen. Da sind noch mehr Minen. Sie sind abgehauen, das war aber nicht sehr mutig. Rufen Sie die Shenghe. Wie mache ich denn das? Okay. Wie geht es mit den Reparaturen voran? Okay, wir haben ein paar Vorräte, die wir Ihnen hier rüberbieten könnten. Vorräte auf die Tabla bieten. Senden Sie uns Ihre Daten. Meine Besatzung wird sich darum kümmern. Bestätigt. Seien Sie auf der Hut, Captain. Okay, fahren Sie fort, Mr. Schwein. Okay, wissen Sie, wer es war? Okay, schauen wir mal, was da ist. Steuermann, Kurs setzen. Romulaner? I know who did this. It's the Romulans. Sind Sie sicher? I'll shave my eyebrows if I'm wrong. It's the Romulans. I'm sure of it. There's more bad news. The Gorn are coming back. Weapons hot. Orders. Okay, roter Alarm. Taktik, zielen Sie auf Ihre Subsysteme, um sie kampfunfähig zu machen. Und Lady, bring mir ein Earl Grey. Seht ihr, so einfach ist das. We thought we could share this space equally, Federation. Your unprovoked act of aggression against our research vessel tells me otherwise. Captain, wir haben Beweise, dass die Romulaner das Schiff angegriffen haben. Ich sende die Daten, die uns entlasten. Most convenient, Captain. But I am unconvinced. Produce these Romulans that you clean. Captain, I've got an idea. If we can generate a charged particle burst, we might overload their cloak. Okay, erledigen Sie das, Skarvin. No one can know of our actions here today. Your death
Ich glaube nicht, Captain. Das werden wir noch sehen. Man muss sich erstmal wieder richtig an die Geschwindigkeit dieses Spiels hier gewöhnen. Andere sind natürlich wesentlich schneller. Oder auch langsamer, wenn ich da an Kingdom Come Deliverance denke. Huch, ich bin außer Reichweite. Also 10 Kilometer Reichweite brauche ich mindestens. Stimmt, da war was. Fliege ich noch? Ich komme ja gar nicht näher. So. Die Romulaner. Überheblich bis zuletzt. Well fought, Federation. The Hegemony will remember the Romulan treachery today and your assistance in exposing it. I propose we continue our joint surveys of Edryn IV under a mutual non-aggression pact. Ist in Ordnung. So there was another player on the field. Nice work out there, Captain. We'll be heading for the closest starbase soon, but we'll be back to finish our work here, along with the Gorn, I'll wager. I think the Romulans will take a pass, though. Okay, und das aus gutem Grund. Viel Glück, Captain. Sir, alle Decks haben sich gemeldet. Die Burschat ist bereit, auf ihren Befehl hin abzudocken. Bringen Sie uns hier weg, Steuermann. Warp 3. Kavumsi. Most missions can be turned in remotely. Click the icon next to the mission to report to the contact and turn in the mission. Good to hear from you. I've read Captain McKinnon's report. Sounds like things got a little rough on Edryn IV. Still, the diplomatic corps thinks your actions will make a difference in future talks with the Gorn. Well done. Okay. Stay Congratulations, safe. Lieutenant. Ach, jetzt habe ich den auch noch. Starfleet hasn't heard from Deep Space Station K-13 in a while. It's in a tactically sensitive part of the quadrant. The brass is getting concerned. Get out there, find out what you can, and render assistance if needed. And hey, be careful, okay? This could go sideways fast. Hey, Vorsicht, dies ist mein zweiter Vorname. So, erstmal skillen. Huch. Das
Das klingt doch recht gut. So, und während wir uns auf dem Flux dahin schleichen, werde ich diese kleine Folge hier mal beenden und gleich eine neue starten, sobald wir dort angekommen sind. Bis dahin dann sanfte Grüße. Was sind Ihre Extreme?